Eines der Hauptziele ist natürlich das Umsatzwachstum, das muss man ganz klar sagen. Letztes Jahr 2020 hatten wir ein riesiges Wachstum weltweit durch Corona. E-Commerce ist um 40% gewachsen. Wir haben jetzt im August den MIFO Shop gelauncht. Den haben wir direkt im MIFO Portal, also in dem, was ich gerade geschildert habe, integriert. Mit neuen Angeboten und neuen Produkten. Letztlich bedeutet das für den Kunden, es ist, wie du gerade, Meilin, schon gesagt hast, einfacher, schneller und bequemer. Jeder Kunde ist individuell, gerade der Online-Marktplatz B2B2I hat natürlich auch noch individuellen Charakter und deswegen ist es auch wichtig, neben einem hohen Vorfertigungsgrad auch eine hohe Anpassungsfähigkeit zu haben. Wenn man dann sich mit solchen Dingen anfängt zu beschäftigen, kommt man dann ganz schnell drauf, dass das eine gute Möglichkeit ist, wenn man sieht, was der Wettbewerb tut und was wir tun könnten, auch innerhalb des Konzerns mit den Möglichkeiten, die wir glücklicherweise haben, bot sich das einfach an, weil man muss, wie wir alle immer versuchen, vom Kunden zu denken, was macht es möglichst einfach, was macht es möglichst schnell und möglichst praktisch und gut und letztlich aber auch, was verschafft uns auch ein Stück mehr Profitabilität. Und all das zusammen gipfelte dann eigentlich darin, dass wir mit Miracle in Verbindung getreten sind und haben da, glaube ich, einen sehr, sehr guten Partner gefunden. Und das befruchtete sich ab dem Moment eigentlich gegenseitig. Ja, also wieso macht man den Marktplatz? Natürlich, um den Kunden zufriedenzustellen, um den Kunden zu begeistern mit einer höheren Angebotspalette. Durch die vielen Händler, die angeboten werden, wird das Angebot extrem erweitert. Also wir sehen im Durchschnitt von bis zu 2x, 5x, 10x bis zu 16x. Unsere Kunden haben von 100.000 bis über 1 Million SKUs erweitert. Das ist alles möglich mit der Skalierung über die Miracle-Plattform. Des Weiteren durch das Multi-Offer, in dem mehrere Händler für ein ähnliches Produkt ihre Offers einsetzen, entsteht auch ein interner Preiskampf. Ja, und den kann der Operator sich natürlich auch zu Nutzen machen. Und so werden die Preise angepasst, ähnlich wie das Amazon macht, im Sinne des Kunden. Ja, und natürlich auch die Convenience aus der Kundensicht. Mehr Angebot, mehr Payment Options, mehr Shipping-Methoden, vielleicht verschiedene Abholmethoden. All das spricht im Sinne des Kunden. Und das andere ist natürlich auch, wenn man jetzt an die Konkurrenz denkt, Marketplace ist ein weltweiter Trend. Alle überlegen, wie oder wann der Marktplatz implementiert werden soll. Und wenn man sich die Konkurrenz anschaut, wenn die auf einmal sehr stetig wachsen und ein viel größeres Angebot zur Verfügung stellen, dann möchte man natürlich nicht hinten dran sein, sondern das ebenfalls machen. Ja? Also das sind so die Hauptüberlegungen, wieso macht man den Marktplatz? Wir haben ein umfangreiches Tracking des Nutzerverhaltens dadurch. Wir wissen endlich, wer was kauft. Wir rechnen quasi selber ab. Wir können sagen, dem Nutzer interessiert das besonders und können natürlich dann auch besonders gute Angebote, die besonders gut passen, auch wieder zugänglich machen. Das erleichtert, wenn ich nicht Windeln mehr sehen muss, dann freue ich mich und ein anderer freut sich, wenn er welche sieht. Vorhin hatte ich schon ganz kurz angekratzt die Thematik, die Kunden bzw. die Unternehmensmitarbeiter kommen ja aus dem Portal, da hatten sie schon eine gewisse Umgebung, die sie vorgefunden haben. Das war das Portal, da ist man zu Angeboten abgesprungen. Jetzt sind wir in dem Marktplatz, da wollte man bleiben, da sollte man bleiben, da soll man bleiben. Produkte entdecken und Vorschläge bekommen und Empfehlungen und Bewertungen lesen und sauber durch diese User-Journey, durch die Einkaufsreise quasi geführt werden. Und das war natürlich wiederum was ganz anderes, als das Portal bisher gemacht. Plattform, die wird in der Azure Cloud entsprechend gehostet. Wir betreiben sie auch, machen das Hosting, aber auch das Application Management und bieten sozusagen unseren Partnern und Kunden die Möglichkeit an, sozusagen dann die Implementierung zu übernehmen, federführend die Businessprozesse zu gestalten, dass sie sich wirklich auf ihre Geschäftsprozesse konzentrieren können. Diese entsprechende Thematik und wir decken, sage ich mal, den Rest unten ab. Dadurch in der Cloud ist es extrem skalierbar. Das heißt, auch wenn neue Geschäftspartner geonboardet werden, ist Peak Hours gibt oder ein neues Angebot. Ich glaube, Tino, wenn ich das verraten darf, da gab es diesen legendären Saugrupp, ein sehr spannendes Produkt. Und darum geht es ja. Und dann habe ich plötzlich extrem hohen Traffic auf der Plattform, sehr viele Views der Produktdetailseite, ich lege viel in den Warenkorb, ja. Wenn das im Sekundentakt, ja, und das stellt die Plattform dann bereit entsprechend.